Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox ein Fahrzeug vor. Und zwar für alle Freunde der 90er. Wenn ich den Satz sage, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, müssten eigentlich jetzt schon wissen, um welche Sendung es geht und um welches Fahrzeug es geht. Und zwar um den GMC. Also ich muss wirklich sagen, ich habe den jetzt bei ModHoster gefunden, habe mir den mal angeguckt, ist auch logfehlerfrei, allerdings auch nur für PC und Mac, also nicht für unsere Konsolenfreunde. Habe den runtergeladen, habe den quasi mal konfiguriert und es ist einfach irre, was da passiert in diesem Fahrzeug. Wahnsinn. Also ich zeige es euch beim Shop, was ihr da für mögliche Designs habt, das ist richtig krank. Also jetzt im positiven Sinne. Wir gucken uns das Fahrzeug erstmal jetzt hier so an. Ihr seht, Texturen völlig in Ordnung, kann man nicht meckern, alles gut. Wir steigen mal ein. Von innen, ihr seht, Lenkrad ist beleuchtet, die Pedalen sind beleuchtet, auch der Schalthebel ist animiert, ne, auch die Innenbeleuchtung ist da, ne, man sieht es halt alles. Ja, Texturen innen sind alles okay, kann man nicht meckern, ohne Frage. Spiegel sind da, so ein kleiner, ja, eingebauter. Etwas Lupe, ich weiß es gar nicht. Auf der einen Seite. Ja, von außen, wie gesagt, Lampen funktionieren, Blinker funktionieren auch. Hinten halt typisch amerikanisch, dass da kein orangener Blinker ist wie bei uns in Deutschland, sondern halt, dass dann die Bremsleuchten quasi aufblinken. Aber wie gesagt, so super. Soundmäßig muss ich sagen, bisschen schwach. Ich mache ihn mal an. Ich meine, er hat schon einen typischen Sound, ist nicht Standard, irgendwie ist vom Pickup, vom LS oder so. Aber da hätte natürlich noch vielleicht ein bisschen mehr gekonnt. Aber wie gesagt, soll das Ganze nicht abschwächen. Und das eigentliche halt ist wirklich, wenn man jetzt hier unter Autos guckt, erstmal kostet 0 Euro, davon mal ganz ab. So, ihr seht jetzt hier, ja, die Hauptfarbe könnt ihr in Millionen von Farben gefühlt, also nicht nur Standard LS-Farben, sondern halt auch andere, genau wie die Felgenfarben dasselbe. Ne, da könnt ihr euch halt wild durchkonfigurieren, aber was mich viel mehr so. Wo ich wirklich baff bin, ist bei den Bodydesigns. Es gibt bei dem bestimmt gefühlt 15, 16 Designs. Das ist Standard, aber da könnt ihr halt die Farben auswählen. Dann gibt es einmal Express Delivery. Ich mache mal hier irgendwie eine andere Farbe, damit man das sieht. So. Dann gibt es einmal Candy Shop. Shark Mouse. Da hat er quasi vorne so einen angedeuteten Halbmond. Blue Wings, also blaue Flügel. Monster Energy, ne? Also Freezy. Ich glaube, den hast du bei True Farming schon mal genutzt. Ne, steht natürlich gut zu Gesicht. Monster Rock, ne, also für Rockbands. Also ich gehe auch mal durch. Schaut sie einfach mal an. Ein paar coole Combat würde ich noch. Route 18 habe ich euch vorgestellt. Ghost Rider auch richtig gut gemacht. Ne, wenn man es so sieht, das ist schon richtig stark. Lost MCs, Burger King. Ne? Also wenn man jemanden die Pommes vergisst. Cannabis, Deadmau5, also richtig gut und da kommen noch einige. Ne? Pizza Hut, Rockstar Energy, Sandro, Starbucks, Coca-Cola, Desert Saloon, ne? Also DHL, ne? Also FedEx, was ihr halt wollt. Ne? Also das, also sieht man, wie viel das wirklich ist. Dazu gibt es noch Reifenvarianten, beziehungsweise die Felgen verändern sich da halt nur. Ne? Bei Standard sind sie ein bisschen kleiner, dann gehen sie bei den ersten, geht ein bisschen hoch. Und Bullbar ist halt vorne nur, da kann man anwählen und nicht anwählen. Aber ich muss wirklich sagen, ich meine, dafür, dass es nichts kostet, ich meine, insgesamt jetzt würde jetzt 2000 kosten wegen der Hauptfarbe, ist natürlich geschenkt, ne? Ist zwar nicht realistisch, aber ich muss wirklich sagen, macht wirklich Spaß. Also auch von der Fahrweise, er lässt sich gut fahren. Ne, er schlingert nicht oder auch gut, mit 121 bin ich jetzt noch nicht gefahren. Aber er lässt sich wirklich gut fahren. Gutes Sound, wie gesagt. Es ist zwar schon US-typisch, aber für so ein GMC, glaube ich, da wird noch einiges mehr gehen. Ne? Aber ihr seht, selbst in höheren Geschwindigkeiten kommt er gut weg. Ja, welche Besonderheit er auch noch hat, das möchte ich natürlich nicht vorenthalten, ist, einmal über IC-Control könnte man das machen, habe ich jetzt aber nicht drauf, aber man kann halt auch dann die Türen aufmachen. Ne? Links, rechts mit der Maustaste, mit der rechten und linken Maustaste. Oder halt nach vorne und hinten kann man die Motorhaube aufmachen. Oder mit der anderen kann man halt, ne? Tür. Das ist auch die Tür. Da genau so ist es. Die Seitentür aufmachen. Ne, man kann natürlich auch das Auto allgemein aufklappen. Dann geht nur die Dings auf.
Ne, um halt zu beladen. Könnt natürlich zum Shop fahren, euch, keine Ahnung, Saatgut holen oder so. Aber muss ich sagen, ist ein tolles Fahrzeug, gerade auch richtig stylisch, gerade für Kinder der 90er oder die jung geblieben sind und das A-Team verfolgt haben oder noch verfolgen, läuft noch auf manchen Sendern. Überragend. Gut, mehr möchte ich zu dem Fahrzeug gar nicht sagen, außer gönnt's euch. Wie gesagt, Download-Link ist in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch den auch runterladen würdet oder runtergeladen habt. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass ich mich von euch verabschiede. Bis zum nächsten Mal, euer Chris von der Modbox. Ciao!